Letztes Video über 3 Monate her. Ja, das ist natürlich ein perfekter Grund, sich wieder zu melden. Und ja, deswegen mal ein kurzes Update-Video für zwischendurch. In der letzten Zeit, ja, gab es natürlich nichts von mir. Das lag hauptsächlich daran, dass ich viel zu tun hatte, nicht mit irgendwie Videos produzieren, sondern viel zu tun hatte mit Umzug, wollte mir einen Studienplatz suchen, was leider nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Also hatte ich halt viel zu tun und im Endeffekt dann am Tagesende nicht mehr den Nerv gehabt, mich dann noch um YouTube zu kümmern. So, das Ganze hat sich jetzt erstmal abgeflacht. Das heißt also, ich habe auch wieder A, die Nerven. Und B, auch die Zeit ist ja auch ein wichtiger Faktor, mich um YouTube zu kümmern und das jetzt mal wieder ein bisschen verstärkt zu tun. Wie schon erwähnt, ich bin umgezogen, das heißt also, ich habe mir auch mal, also besser gesagt, ich bin wieder in eine WG gezogen, das heißt, man kann schon von wir sprechen, haben uns für eine 50.000er Leitung entschieden, das ist das Beste, was hier verfügbar ist. Das heißt also auch, A, ich habe besseren Upload, B, ich kann jetzt ordentlich streamen und nebenbei zocken, das geht nun endlich mal auch und damit geht halt auch der Zeitaufwand, den man dann halt für YouTube aufwenden muss, geht natürlich dann auch schlagartig zurück, indem man halt ja erstmal andere Videoformate und ja der Uploadzeit wird halt kürzer. So, und zu den Videoformaten kommen wir jetzt. Schon seit ewiger Zeit ist es ja hier so ein ja ehemals Simulation, aktuell keine Ahnung was Channel und das soll jetzt mal ein bisschen umgeändert werden. Und zwar soll jetzt das Hauptaugenmerk auf CSGO liegen und da zum Beispiel Zusammenschnitte aus den Livestreams. Die Livestreams, die werden jetzt immer so sehen mit Schleichwerbung versehen. Einmal der Livestream auf dem YouTube-Channel und einmal beim YouTube-Channel auf den Livestream-Kanal bei Twitch, dass da halt so die Leute darauf aufmerksam werden auch. Nächster Punkt ist, dass ich jetzt mit CSGO jetzt nicht großartig durchstarten möchte. Ich möchte einfach das machen, was mir Spaß macht. Zum Beispiel diese Zusammenschnitte von den besten Momenten, vielleicht eher auch lustigsten Momenten und dann noch ein paar ja, Tutorials ist auch wieder so eine Sache. Ich bin irgendwo nur Mittelklasse in CSGO, da brauche ich nicht so viele Tutorials machen, aber ich denke mir gerne Taktiken und Smokes aus und da werden in diese Richtung auch Videos kommen. Außerdem bleibt natürlich immer noch Half-Life 2 offen. Das heißt also, in der nächsten Zeit werden natürlich mit, sagen wir mal, anderen Humor die Videos kommen. Auch von der Länge her wird es halt ein bisschen reduziert werden. Bei den Let's Plays von Half-Life 2 natürlich nicht, weil sonst werde ich ja nie fertig, wenn ich da irgendwie 10 Minuten Länge oder so reinpacke, sondern halt bei den Zusammenschnitten, dass die halt so 5 bis 7 Minuten werden, genauso wie die Smoke-Tutorials. So, das ist übrigens nicht nur eine Smoke dann immer, sondern mehrere. So 5 bis 7 Minuten. Und wenn ich irgendwann mal mit Half-Life 2 fertig sein sollte, hatte ich mir überlegt, also das Spiel nochmal zu spielen und lustig kommentierbare Abschnitte zusammenzuschneiden. Und das wird natürlich dann auch so 5 bis 7 Minuten lang sein. Außerdem werde ich natürlich schauen, dass ich sowas wie Case Openings und so weiter machen kann. Mal schauen, was ich beim nächsten Case Opening, was bald stattfinden wird, rausziehen werde. Ja, das war es jetzt so ziemlich zu dem kurzen Update-Video, was in der nächsten Zeit kommen wird. Ich hoffe, ihr seid jetzt umfassend informiert und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.